So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von GTA Vice City Stories. Das letzte Mal haben wir ja viel Zeit beim Schießstand verbracht. Das war ein bisschen anstrengend, aber wir haben es zumindest geschafft. Und ja, jetzt machen wir einfach direkt hier weiter mit der nächsten Mission. Let's fucking go. Hey, look who it is, Victor Vance. What's going on, amigo? You want some smoke? Fuck you, Martinez. Relax. You're so fucking histrionic. It's like hanging out with a bitch on her period. You want me to fuck you up? Whatever, baby. The thing is, you work for Phil. And Phil works for me, which makes you my bitch's bitch. Figure that out. Man, this shit is heavy. So you had better play nice if you want to get paid, huh? Because if you don't get paid, then who's gonna look after your sick brother? Fuck you. Hey, change the record, baby. Fuck you, fuck you, fuck you. What did you expect me to do, huh? I didn't screw you over for fun. I was saving myself, and you would do the same, and don't pretend otherwise. I had a career. So what? You got kicked out of the army. Big deal. Hey, I told Phil about some guns I can sell if you can get them. Hmm? Hey, Phil, don't smoke too much of this shit, huh? It'll make you trip out. Get paranoid. Sure. Later, Jerry. Come on, Vic. This should silence any asshole following me. We're gonna need some backup, Vic. I know some guys that'll help. Get in the car! Okay. Und fahr zum Hotel. Hey, AC/DC wieder. Alter, wieder Trucks hier fahren. Was ist das denn? Hui! Shoot, du Thrill. Nee, warte. Hey, fellas, come on. We're gonna make some money. They're good guys, Vic. Just always so quiet. Maybe I shouldn't trust them. Find the truck. Also, wir klauen jetzt Waffen. Hab ich richtig verstanden, ne? Na gut, warum auch nicht? Martinez, ey. Ich habe ja so ein Gefühl, das ist gewagt, dass ich jetzt sage, weil ich das Spiel schon mal halb durchgespielt habe, jetzt können wir da Spoiler durchgehen lassen, aber da ich selber überhaupt nicht mehr weiß, ist es eigentlich kein Spoiler. Aber ich spüre schon, wie Martinez nicht mehr so lange leben wird. Wie wir uns an ihm rächen werden und dann irgendwann nicht mehr für ihn arbeiten. Aber vielleicht auch nicht. Oh, Laszlo, natürlich. Den gab es auch schon 84, ja. Ah, da ist der Truck. Stay in range of the truck so your gang can attack it. Das alles habe ich in San Andreas gelernt. So, komm, mach den weg. Bring the truck to a stop by blocking its path. Ich versuch's mal. I'm gonna take the truck back to my place. Anyone follows me, you give them hell. Okay. Ich ändere mal den Radius, weil ich Angst habe, dass er wieder geclaimt wird. Man kennt's. Sex with three women. Bitte zu sexuell hier. Okay. Ach ja, Kamera. Gerade wie erinnert, in einem GTA-Spiel guckt man ja so nach hinten, indem man beide Steuertasten drückt. Nicht durch L3. L3 suche ich. Oder mit R3. Phil? Du Idiot! Phil!
Phils Freunde. Okay. Gott. La la la, gar nicht beängstigend. Jetzt laden die Häuser da hinten mal. Ist mir nur schon etwas peinlich, ne? Wie die aber nicht laden, naja. Emulator, Freunde. Aber hey, es ruckelt gar nicht mehr so komisch, ne? Wie in der letzten Aufnahme. Also in der vorletzten, ja. Full Moon. Ja, passend dazu, ich habe jetzt Castlevania Circle of the Moon durch. Zweimal. Für alle Trophäen. War mega anstrengend und scheiße. Das Spiel ist nicht gut. Aber dazu später mehr, wenn ich es immer mal Let's Play. Viel bald, wenn ich die Castlevania-Reihe anfange. Habe ich schon Bock drauf. Naja. Wenn der noch ganz. Also ja, zu seinem Unterschlupf halt, ne? Simpel. Okay. Ups. Lance. Hey, Bro. Und Enid's driving me crazy. Can I join you? Let's double team that town. Okay, Lance Vance Dance, Last Dance. This is Lance Vance Last Dance. Ach, so ein ikonischer Spruch. Dann fahren wir jetzt mal zu MW. Ich weiß nicht, wer MW ist. Ich weiß nicht, ob wir mit dem schon mal irgendwie... Ob der uns einfach mal angepaged, ne? Angepaged. Angepagert. Oh, hier mitten im Wohnwagengebiet. Man nennt es auch Trailer Park. Gucken wir mal. Hello? Marty? Phil Cassidy sent me. Oh, hi. Marty ain't home or nothing. Oh, okay. Well, do you know when he's gonna be back? I don't know nothing. Excuse me. What do you want, boy? Nothing. Are you Marty? No. Now get gone, boy. Bitch! Bitch! Get your sorry ass out here! I thought I told you to clean this shit up! Marty, Mary Beth's been sick. Don't be using that baby as an excuse, Louise, because I'll hit her as well as you. Are you Louise? I'm a friend of Phil's. Friend of Phil's? Well, why don't you say so, boy? I'm Marty J. Williams. I was too busy watching you threaten your wife. Well, we was only playing around, boy. He didn't mean nothing by it. He only hits me when I deserve it. Oh, yeah? Well, Phil says you guys might have some work for me. I'm Vic Vance. Yeah, sure. I got a few things need taken care of right now, as a matter of fact. Drive me. And Louise, you better have this shit cleaned up before I get back. You got me? Ich habe gerade wirklich ein bisschen so einen kalten Schauer über den Rücken bekommen. PS2-Baby. Hilfe. Aber hey, es gibt in der GTA-Welt scheinbar doch Kinder. Unglaublich. Sorry, ich habe Angst vor Claim. Wow, 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 wow. Alter, was ist das denn? Das Auto hat sich gerade gar nicht mehr eingekriegt. Warum auch immer das passiert ist. Ich weiß es nicht. Ui! Entschuldigung. I like cops. Alter, ich fahre gerade wie eine besenkte Sau, unfassbar. Also ich fahre immer wie eine besenkte Sau in GTA, weil GTA-Fahrstellung immer ein bisschen eigen ist. Aber das nochmal auf einem anderen Level. Aber gut. Okay, we're here. Now get on in there and teach them idiots a lesson. You're not coming? Why would I employ a dog
then bark myself. Go sick 'em, pal. Take out the goons hanging out inside the shop. Hold. Ah, ich kann holden. Man nennt es auch abwehren. Buff! Ist er tot? Ich hoffe schon. Aber ich gleich auch. Bam, 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 bam! Way! Cool. You Americano have no manners. Da ist was dran. Please, I can't afford to pay any more protection. You don't pay, you don't stay. Fuck this place up. Who the hell is this hero? Ja, cool, dass ich keine Waffe hab. Liebe das. Dann muss ich schnell killen. Damit er mit einer scheiß Knifte gar nicht erst was antun kann. Bam, 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 bam. Ja, wäre das gerade die deutsche Version, hätte das nicht funktioniert, dann wäre es schwieriger gewesen. You done real good, Vic. Marty, he's with you? What are you doing letting scum in your store? My protection don't run to no daily visit. Are you hot for me, boy? Is that it? You wanna see my pretty face here every day? What? I no! Voice of my time, your protection rate just went up. Are we the baddies? Come on, Vic. These Cholo boys normally protect a store nearby. Now it's gonna need new protection. Let's go get it. Ich habe nicht mehr so viel Leben, weil ich vom Auto überfahren wurde. Ich habe ein bisschen Angst. Ouch. Wird Zeit, dass wir bald mal ein paar Sanitäter-Missionen machen. Ja, die sind in dem Spiel auch anders zum ersten Mal und zum letzten Mal, weil danach gab es die nie wieder. Denn hier gibt es nicht bis Level 12 Missionen, sondern bis Level 15, aber mit Speicherpunkten zwischendrin. Ich glaube, alle 5 Level. Das heißt, ja, mal gucken, wie das wird. Wie schlimm. Ja, muss ich mich ein letztes Mal durch Krankenwagenmissionen quälen, aber ich denke, das ist okay. But I pay protection to the Cholo. I don't see them protecting you any. Vic, get to work. Marty, this ain't right. You want to get paid? Be a man. Or are you all hat and no cattle? Smash up the shop's stock to scare the owner. Ah, Glas verprügeln. Das ist klug. Wünsche ich hätte einen Baseballschläger. Warte mal, habe ich den mitgenommen? Nee. Oh Gott, alles kaputt machen hier. Das ist problematisch. Ach! Guck mal einer an. Schon besser. Kill the Oh! Oh ne, jetzt haben die alle Waffen. Fällt mir jetzt wieder gar nicht hier, ne? Muss ich sagen. Das ist nicht geil gerade. Ja. Gott, Mimmel. You did a man's job today. I might have more work for you. See you around. Alter. Ja, ich bin fast tot. Ich brauche Leben. Gibt es hier Leben? Hier ist eine Polizeistation. Wir können hier schon mal die Info einsammeln, damit es dann nicht mehr kommt, wenn wir verhaftet werden, glaube ich, ne? Ja, tatsächlich. When you have a wanted level, law enforcement officers will try to arrest you. As your wanted level increases, the law will try harder to take you down. If you're arrested by law enforcement, you will be taken to the local police precinct for processing. The officers there will confiscate your weapons and take a cash bribe before they will release you. Ach, Schmiergeld. Amerika. Ich liebe es. Okay, ja. Dann ist sogar noch Zeit für eine Mission, denke ich. Unter der Prämisse, dass wir ein Fahrzeug bekommen, welches uns zu unserer Mission führt. Wie wär's mit dem hier? Ich kann in den Laden rein. Ich weiß nicht, ob es irgendwas zu bedeuten hat. Also im Sinne von, dass da vielleicht irgendeine Mission existiert. Laden ausrauben war ja in Vice City eine Sache. Aber hier glaube ich nicht.
Ja, ich bin mal gespannt auf die 100%. Es gibt ja, was so eine Sache in dem Spiel ist, ich weiß gar nicht, ob das so jetzt schon irgendwo verfügbar ist, aber man kann sich hier so Imperien aufbauen, so Drogenimperium irgendwie und Waffen und Schmuggel und alles mögliche. Da muss man verschiedene Jobs zu erledigen. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ich denke, wir kommen da irgendwann noch eine Einführung zu, wann das funktioniert. Es gibt auch eine, die muss man vor einer bestimmten Mission machen, damit die Prozente gewertet werden. Ich glaube, man kann die dann immer noch machen, aber die geben dann keine Prozente mehr. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, aber... Gut, da ich ja eh nicht auf Prozente spiele, wäre es im Zweifel auch nicht so schlimm, wenn ich es dann verkacke, aber... Boah. Machen will ich schon, ne? Hey, Louise. Hey, Vic. How you keeping? Better now. Good. Hey, don't stop. I'm waiting for Marty. No, it's nice to talk to someone. So, Phil said you was in the service? Yeah, but I screwed up. You and me both. Damn it, woman. If you're gonna dress like a whore, I'm gonna turn you out. I was doing my aerobics, Marty. Crying out loud. Give me a break. I will. A broken fucking neck. You watch your mouth in my goddamn house. Sorry. Now look what you gone and done, you imbecile. Jesus, woman. Hey, what's up, Vic Vance? You said you might have some other work. Yeah, sure. I got some debt people need to start paying. If you don't shut that bread up, woman, I will. Screw you, Marty! You're nothing but an inbred hillbilly piece of shit! You better watch your mouth, tramp, or I'll knock them teeth out! That's it! I'm taking the baby and I'm going to stay with my sister! Good! Go ahead, go! Fat-ass pig sister hers. I'll hit her and all, too. Come on. Ei, ei, ei. Rosenkrieg. Naja. Würde ich nicht mehr ganz so bezeichnen, das ist schon ein bisschen was anderes, aber es ist, naja. Paradise. Kann ich auch hier hinten rum irgendwie? Wir versuchen es mal lieber nicht. Sah nicht Sunshine aus, was eigentlich irgendwo hier? Bin ich. Hilfe. Wo ist die Straße? Ich habe die Straße gefunden. Ich könnte schwören, hier irgendwo wäre Sunshine-Autos gewesen. Aber vielleicht verwechsel ich auch gerade die Straßen. Die gibt es einfach noch gar nicht in 84, ne? Das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, da gibt es wieder eine Autoliste, meine ich, gelesen zu haben. Here's a list of shit needs repossessing. I don't think you got the stones to get it for me. Prove me wrong. Okay. Steal the first car and take it back to Marty's. Marty, Morty. Steal the car, Morty! Das war meine Rick-Impression. War nicht sehr gut, ich weiß. Wow. Autsch. Ich hab eine Garage gehört. Das ist meine Garage, ne? Ich bin hier bei meiner Bude. Funny. Ich bestehe gerade quasi meinen Nachbarn. Kann man im Spiel klettern? Man kann nicht klettern. Ach komm schon. Wobei gegen Liberty City Stories auch schon nicht, ne? Aber in San Andreas ist vorher erschienen. Hey, son of a bitch, that's my car. Don't take it personally, pal. Jetzt ist es mein Car. Wie lange folgt der mir? Ja, ich habe dir mein Car dagelassen, okay? Mein Car. Mein Auto nennt man es auch. Track down and recover the sector. Ja, praktisch, dass hier immer Autos stehen. Ich weiß es nicht, vielleicht dürfte ich die nachher sogar nochmal nehmen jetzt. Aber wir versuchen es mal nicht. Wir roleplayen hier auch heute wieder, würde ich sagen. Wir machen alles echt. Big Vance kann nämlich so schlecht Auto fahren nur. Tell me. Lies, tell me sweet little lies. Ist auch ein 80er, glaube ich. Vielleicht gibt es das hier. Ne, es kam später, glaube ich. La. Erstmal weitere Wender gucken, aber ich will ihr Auto klauen. Hm.
Hey, Bro. Ich brauch dein Auto. Ja, mach mal nicht kaputt. Ich bin jetzt schon so panisch direkt losgefahren, weil ich Angst habe, dass er mich direkt wieder rauszieht. Und dann rennt er einfach weg. Was für ein Pfosten. Wo bin ich eben nochmal lang gefahren? Was ist der schnellste Weg? Aua. Follow the spray can. Okay. Sorry. Das war der Typ. Der ist kaputt gefahren. Arschloch. Go fuck your mother. Ach, weiß sie die Map. Mach's mich doch ein bisschen fertig. Die erste Insel ist besser. Übersichtlicher. Da. Ich wollte schon sagen. Was soll noch laden? Ja, irgendwie mein. So rum. Konnte gerade nicht klug rückwärts fahren. Das fehlt echt bei mir. Ach, schön. Nee, rückwärts fahren geht. Ich bin ja wirklich der schlechteste seitlich Einparker, den es gibt. So, rückwärts einparken, easy game, gar kein Problem. Vorwärts einparken sowieso. Aber seitlich einparken, Alter, ist die Hölle. Mein Hirn kriegt das nicht hin. Ich weiß immer nicht, wann ich einschlagen muss und welche Richtung. Und manchmal lenke ich dann auch falsch und hin und her. Und boah, Alter, ich krieg das gar nicht hin. Ganz schlimm. Aber dann muss es halt, ne, ich komme halt vom Dorf, da muss man es nicht können. Da gibt es immer freie Parkplätze. Jetzt in der Stadt hier manchmal, ne? Weil hier ist eigentlich auch selten notwendig, aber. Intercept the Delivery Van. Noch ein Auto, ey. Ist ja scheiße. Ich hab nämlich keine Zeit mehr. Die Folge ist vorbei. Also ich habe Zeit. Es ist jetzt nicht so, dass ich gleich einen Termin habe oder so. Aber. Ne? Wir müssen ja nicht übertreiben. Ist das Bruce Springsteen? Ich glaube schon. Ich höre doch seine jämmerliche Nebraska Stimme. Bruce Springsteen. Aua. Vielleicht ist es auch gar nicht. Ich weiß es gerade nicht genau, aber es hört sich so an. Ist manchmal nicht so einfach rauszufiltern. Weißt du, dann hörst du irgendwie. Also irgendein anderen 80er Musiker, der es genau so anhört. Muss die Songliste nochmal beobachten, mir angucken. Gibt's ja auch in der Anleitung vom Spiel tatsächlich. Da ist die auch aufgelistet. Ich klaue dein Auto. Ach, ficken sie. Oh nein, ich glaube, ich sterbe jetzt. Ich habe ja nicht mehr aufgelevelt hier. Aufgelevelt, also kann man es auch nennen. Das ist nicht gut. To the lockup. Bitte nicht damagen jetzt. Oh Gott. Wobei ich nicht weiß, ob der Wagen tatsächlich interessant ist oder die Ware hinten drin. Ah, die kann ich abkürzen, ne? Inklusive Schutzweste. Ach, Jungs. Was machst du da? An mich vorbei. Bastard. Da will ich schon abseits der Straße überholen und dann macht ein anderer Dude das einfach auch. Wo sind wir denn hier? Motherfucking fat ass! So, wie ich muss die Brühe noch abschütteln. Oh, Glück gehabt. So, ich hoffe, das war's jetzt. Hank, get that van out of here! Why do I get the impression none of those debts were genuine? Whatever I say is mine. And what I say goes. If you want to get on around here, you'll learn that one, kid. Sehr gut. Okay, ja, dann war's das für heute mit GTA Vice City Stories. Ich danke fürs Zusehen, ich hoffe, es gefallen. Welche Nachricht geben wir uns noch? Louise, drop by if you get time. Ein Angebot zum Beischlaf, gefällt mir. LW. Ja, LW, ja, voll LW geworden. Ich hoffe, ich denke beim nächsten Mal dran, zwischendurch zu speichern, so ganz in general, also im Spiel, weil ich habe jetzt die letzten paar Folgen mit Save States beendet, was ja auch okay ist. Aber, ne, einfach mal so zur Sicherheit auch mal wieder in-game speichern. Falls da mal irgendwas passiert, ist vielleicht besser. Aber das alles beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.